Also Autofahren kann, also schnell zu den schnellen Fahren gehört. Das hat er schon immer bewiesen, aber er hat nie die Konstanz in der Saison gezeigt. Und diese Entwicklung, muss ich sagen, die fällt mir unwahrscheinlich auf. Man kann nicht jedes Rennen in der DTM gewinnen. Und ja, ich glaube, das zeichnet die Serie aus. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man sowas gewinnen kann am Ende, wo es eben ja, so schwierig ist, den Erfolg zu haben. Und in meinen Augen am schwierigsten von allen Rennserien. Ich war noch voll im Streit mit der Julia. Aber so geht's auch. Immer glaube ohne. Es fördert die Stimmung und den Team Spirit. Wir haben dieses Jahr unseren Arbeitsstil ein bisschen geändert, weil wir wussten, dass es diese Saison durch die Option-Reifen, durch das DRS eben mehr Strategie braucht. Und wir besprechen wirklich vor jedem Rennwochenende, sitzen wir gemeinsam zusammen und denken uns alle möglichen Szenarien aus. Und wenn man schon mal darüber gesprochen hat, dann fallen die einem dann in der Situation auch ein, dass man jetzt auf Plan B beispielsweise zugreift. Meine Jungs haben wieder einen tollen Job gemacht, das Auto war gut vorbereitet, zwei tolle Stops. Alles das, was man eben braucht, um in der DTM in diesem Jahr Erfolg zu haben. Und ja, wie gesagt, danke ans Team. Ich glaube, dass Audi, die Strategie machen im Hintergrund, heute die richtige Entscheidung getroffen haben. Er ist bodenständig, er ist einfach ein ganz normaler Jung von nebenan, also und auch mit seiner Freundin, mit Susi. Das sind zwei Menschen, mit denen kann man einfach ja, zusammen weggehen. Es macht einfach Spaß. Er ist einfach einer von uns. Unheimlich bodenständig, unheimlich realistisch. Ja, einfach ein sympathischer Mensch, mit dem man gerne zusammen ist, zusammenarbeitet. Er ist eigentlich immer ausgeglichen. Liegt vielleicht auch an der Freundin. Meine Lebensgefährtin mit der Susanne, mit der bin ich auch schon ja, sehr lange zusammen und die gibt mir auch die Ruhe und die Kraft und die Ausgeglichenheit, wenn ich nach Hause komme, wenn es vor allen Dingen in den Rennen, wo es nicht läuft, weil das ist eigentlich da, wo es dann drauf ankommt, den Rückhalt zu Hause zu haben. Das war früher in der Box im Junior-Team und da sieht man dann schon immer wieder, oh, ich bin doch älter geworden auch. Länger. Die Zeit haben wir leider nicht. Der bei euch gebraucht wird. Naja, die macht das schon. Jasmina da drauf. Da vertraut man ja auch. Ich kenne ihn seit praktisch aus den Kinderschuhen. Er ist immer der Junge geblieben, der er war und heute noch ist.
Er ist auf alle Fälle in der Person gewachsen. Also ich meine, das sieht man, er hat Le Mans gewonnen, er ist gut in der DTM und das hat ihn wirklich als Mensch, als Rennfahrer gereift, ganz klar. Ich habe immer hart dafür gearbeitet und mache das heute noch. Genieße jeden Tag, wo ich das ausüben kann, meine Leidenschaft. Und ja, so bin ich.